Und dass sich ein Chemiker daran machte, die Struktur zum Beispiel der Zellulose zu erklären. Es war Hermann Staudinger. Der Nobelpreis für Chemie wurde dem deutschen Wissenschaftler Professor Hermann Staudinger verliehen. Auch seine Frau hat sich der Wissenschaft verschrieben. Sie ist eine bekannte Botanikerin. Der 72-jährige Gelehrte war lange Zeit Ordinarius für organische Chemie in Freiburg, wo er heute noch lebt und arbeitet. Die genaue Struktur der Zellulose konnte zuerst durch die Forschungen Professor Staudingers festgestellt werden. Staudingers Entdeckungen sind die Grundlagen der modernen Kunststoffindustrie. Ohne sie gäbe es keine Großfabrikation von Nylon und Perlon. Was Sie gerade sahen, war ein Filmbeitrag aus dem Jahre 1953. In diesem Jahr fiel der Nobelpreis für Chemie an den Freiburger Professor Hermann Staudinger. Er war, anders als die bisher in dieser Reihe vorgestellten Chemiker, Zeitgenosse von uns. Er starb 1965. Und so besitzen wir auch eine Tonbandaufnahme, in der er erklärt, wofür er den Nobelpreis bekommen hat. Wow, das war ein, ich möchte sagen, hartes Stück Arbeit. Denn diese makromolekulare Chemie, die umfasst die Untersuchung, Konstitutionsaufklärung von den wichtigsten Kunststoffen. Das ist die Grundlage der Kunststoffchemie, weit aber auch die Grundlage von den lebenswichtigen Naturstoffen, die Zellulose, Stärke, aber auch vor allem den Eiweißstoffen, den Bausteinen des Lebendigen. Und da gewinnt man durch die Methoden der makromolekularen Chemie ein vertieftes Verständnis über den Aufbau. Nun wollen Sie wissen, was die Makromoleküle sind. Nun, falls der Herr Professor sich nicht völlig klar ausgedrückt haben sollte, wir kommen darauf zurück. Jedenfalls hat es wohl irgendetwas mit Kunststoffen zu tun. Nun, zu der Zeit, als dieses historische Tondokument entstand, hatte der Siegeszug der Kunststoffe gerade erst begonnen. Unvergessliche Beispiele aus jener Zeit: Nierentische oder Cocktailtische mit Oberflächen aus Resopal oder Lampen mit Tütenschirmen aus Acella. Und nicht grundlos hieß im Volksmund dieser legendäre Kleinwagen Leukoplastbomber. Den ersten brauchbaren Kunststoff ließ sich freilich schon 1907 der flämische Chemiker Leo Baekeland in den USA patentieren. Er experimentierte mit zwei Chemikalien, Phenol und Formaldehyd, die übrigens beide mit Wasser verdünnt als Lysol und Formalin bekannte Desinfektionsmittel waren. Wenn man diese oder verwandte Chemikalien zusammengibt, wird die Mischung rasch zäh und schließlich fest. Das hatten Chemiker vor Baekeland auch schon gefunden. Aber er, nicht zuletzt ein sehr geschäftstüchtiger Mensch, brachte es zum ersten Mal fertig, die Reaktion so zu steuern, dass blasenfreie Produkte entstanden, die sich später unter dem Namen Bakelit zu technischen Gebrauchsgegenständen verarbeiten ließen. Baekeland hatte übrigens kaum eine Ahnung, was er eigentlich machte. Das heißt, der genauere chemische Aufbau des von ihm entwickelten Kunstharzes war weder ihm noch irgendjemandem sonst klar. Man rührte irgendwelche Chemikalien zusammen und freute sich,
wenn man ein Produkt erhielt, das so ähnlich aussah wie Holz, Metall, Stein oder irgendwelche anderen Werkstoffe und so als Ersatz für sie dienen konnte. Zum Beispiel auch für Kautschuk, für den ein Ersatz besonders nötig erschien. 1844 hatte Charles Goodyear in den USA die Vulkanisation des Naturkautschuks erfunden, ebenfalls ohne zu wissen, welche chemischen Veränderungen dabei wirklich abliefen. Aber das Produkt wurde im Zeitalter der beginnenden Automobilisierung und Elektrifizierung für Reifen- und Kabelisolierungen in immer größeren Mengen gebraucht. Bei den Farbenfabriken Bayer Leverkusen entwickelte 1909 Fritz Hofmann den ersten künstlichen Kautschuk. Welches Ausgangsmaterial er wählen müsse, dafür hatte er zwar aus der Analyse des Naturkautschuks sichere Anhaltspunkte, aber der Rest war wieder Ratespiel. Das Produkt indes war brauchbar. Dieser Reifen aus Hofmannschem sogenannten Methylkautschuk lief immerhin 4000 Kilometer. Um diese Zeit benutzte an der Universität Straßburg ein 26-jähriges Genie namens Hermann Staudinger die Forschungsmöglichkeiten, die ihm von seinem Vorgesetzten Ordinarius, Johann Thiele, in einem Brief mit diesem Wortlaut angeboten worden waren. Verehrter Herr Doktor, zum 16. Oktober ist hier die Stelle des dritten Assistenten zu besetzen. Gehalt 1500 Mark jährlich, freie möblierte Wohnung im Institut. Bettzeug mitbringen. Für Heizung sind im Wintersemester 6 Mark monatlich zu zahlen. Der betreffende Assistent hat Gelegenheit, für sich zu arbeiten, da die anorganische Abteilung vormittags nur schwach besucht und sonnabends für die Studenten geschlossen ist. Mit einer Apparatur, die so ähnlich wie diese ausgesehen haben mag, experimentierte Staudinger mit einer ganz neuen Art chemischer Stoffe, die er Ketene nannte. Es wäre nun ganz ohne chemische Formeln ein bisschen schwierig, Ihnen zu erläutern, warum die Fachwelt seinerzeit so überrascht war, dass es diese Ketene überhaupt geben könne. Der Grund liegt in der besonderen Art, in der in den Ketenen die Atome zu Molekülen verknüpft sind. Nach aller damaligen chemischen Kenntnis musste man erwarten, dass Ketene aufgrund dieser ganz bestimmten Bindungsverhältnisse, nämlich Kohlenstoffatom, Doppelbindung, Kohlenstoffatom, Doppelbindung, Sauerstoffatom, viel zu unbeständig sind, um als richtige Substanzen quasi in Flaschen abgefüllt zu werden. Hätte Staudinger seine Entdeckung heute gemacht, würde er sich vermutlich etwa dieser Apparatur bedient haben. Unser Experiment folgt nun streng einer alten Versuchsbeschreibung Staudingers. Ein chemischer Stoff mit dem zungenbrecherischen Namen Diphenylchloressigsäurechlorid wird in Äther gelöst und in den Trichter gefüllt. Es tropft nun zu Zinksspänen, die sich auf dem Boden des Kolbens befinden. Die entstehende gelbe Farbe rührt von einem Keten her, das in diesem speziellen Fall Diphenylketen heißt. Übrigens sind Ketene nicht sehr gut haltbar. Sie neigen ähnlich dieser Substanz dazu, sich in Schmieren oder harzartige Massen zu verwandeln. Was hier in einem adretten Experiment vorgeführt wird, eben eine solche Harzbildung, hatten Chemikergenerationen vor Staudinger unzählige Male beobachtet und verflucht.
Aber niemand hatte groß darüber nachgedacht, was denn da eigentlich passierte. Auch Staudinger kam erst sehr viel später darauf zurück. Die allzu intensive Beschäftigung mit Schmieren und Harzen hätte vielleicht Staudingers Karriere eher geschadet. Mit der Ketin-Geschichte jedoch entwickelte sie sich geradezu explosionsartig. Er habilitierte sich, das heißt, er erwarb das Recht, selbstständig an einer Hochschule zu lehren. Noch im selben Jahr, 1907, wurde er, wie gesagt, erst 26 Jahre alt, nach Karlsruhe als außerordentlicher Professor berufen. Heutzutage muss man für so etwas wenigstens 10 Jahre älter sein. 5 Jahre später erging der Ruf an ihn, Nachfolger des berühmten Richard Willstätter in Zürich zu werden, auf einem der renommiertesten Chemielehrstühle überhaupt. Die Urkunde zur Karlsruher außerordentlichen Professur blieb in prächtigster wilhelminischer Kalligraphie erhalten. Und Staudingers Ersuchen, seinem obersten Dienstherrn in einer Audienz seinen Dank abstatten zu dürfen, ist ein schönes Beispiel für die Umgangsformen eines Staatsdieners jener Zeit. An das großherzogliche geheime Kabinett Karlsruhe. Nachdem seine königliche Hoheit der Großherzog gnädigst geruht haben, unterzeichneten die etatmäßige Amtsstellung für Chemie an der Technischen Hochschule zu übertragen, möchte sich Unterzeichneter ergebenst die Anfrage erlauben, ob er seiner königlichen Hoheit seinen untertänigsten Dank abstatten darf und bittet eben dann eine Zeit bestimmen zu wollen. Ehrergiebigst Professor Dr. Hermann Staudinger. Staudinger hatte schon in Karlsruhe, erst recht in Zürich, mehr erreicht als die meisten Gelehrten seines Alters. Nichts und niemand hätte ihn daran hindern können, in seinem Züricher Laboratorium seine Ketenchemie in aller Ruhe weiter auszubauen und ein beschauliches Leben als geachteter Professor zu führen. Doch etwa 1918, in Deutschland war gerade der Krieg zu Ende und es herrschte bittere Not, kam Staudinger wieder auf die berüchtigte Schmierenchemie zurück. Der Grund waren nicht zuletzt die Folgen des verlorenen Krieges. Keineswegs ein weltfremder Gelehrter, befasste er sich mit recht praktischen Problemen, die Not der Zeit zu lindern. So beschäftigte er sich mit der Suche nach Entlausungsmitteln, um die Seuchengefahr zu bannen. Aber auch schlichtere Probleme faszinierten ihn, so die Entwicklung eines künstlichen Pfefferaromas. Naturkautschuk. Auch dafür einen Ersatz zu finden, scheint Staudinger in dieser Zeit bewegt zu haben. Jedenfalls beschäftigte er sich mit einer Verbindung namens Isopren, von der man wusste, dass sie irgendwie ein Baustein des Naturkautschuks sein müsse. Zersetzt man nämlich Kautschuk bei hoher Temperatur, so lässt sich Isopren unter den flüchtigen Produkten auffangen. Diese brutale Zerstörung von Kautschuk ist natürlich vom Standpunkt eines Chemikers aus gesehen ziemlich sinnlos. Aber gerade zu dieser Zeit hatten Staudinger und seine Schüler eine relativ billige Herstellungsmethode für Isopren entwickelt. Doch noch immer wussten weder Staudinger noch irgendjemand sonst, wie denn eigentlich aus dem leicht beweglichen Isopren der feste, zähe Kautschuk aufgebaut sein sollte. Andererseits waren für Staudinger Kunstkautschuk und Bakelit nichts Unbekanntes. Was ihn störte, war, dass man wenig oder nichts über chemischen Aufbau und die Bildungsweise solcher Produkte wusste. Nach seiner Ansicht war es notwendig, erst einmal diese Lücke zu schließen, um dann in einem zweiten Schritt gezielt und viel effektiver neuartige Kunststoffe aufzubauen
oder, wie der Chemiker dazu sagt, zu synthetisieren. Staudinger formulierte diese Grundlagen in einem einzigen Aufsatz über Polymerisation, der 1920 erschien. Sein Konzept besagte, dass alle hochpolymeren Stoffe aus Riesenmolekülen, aus, wie er später sagte, Makromolekülen bestünden und dass diese Makromoleküle durch Aneinanderlagerung vieler tausend kleiner Einzelmoleküle entstünden, die untereinander mit ganz normalen chemischen Bindungen verknüpft seien. Ein Filmtrick mag Ihnen einmal zeigen, wie solche makromolekularen Strukturen zustande kommen. Aus Phenol links und Formaldehyd rechts bilden sich in einem Vorgang, den wir heute Polykondensation nennen, die ausgedehnten Netzwerke des Bakelits. Der einfache Modellversuch hat Ihnen gezeigt, wie einfach und simpel man sich diese Reaktion vorstellen kann. Und so war effektiv auch das Konzept Staudingers. Es war vielleicht zu einfach. Übertrug es doch die klassische Erkenntnis der organischen Chemie und der organischen Synthese, also die Strukturlehre Kekulés, ganz konsequent auf den Aufbau der Materie generell, also auch auf die Naturstoffe und die bisher schon genannten Stoffe wie das Bakelit, die früher schon synthetisch erhalten worden sind. Atom wird an Atom gereiht und das bis zu großen und allergrößten Molekülen, so dass man bis zu Dimensionen kommt, die ins Sichtbare hineinreichen. Dies, dass man sichtbare Moleküle erhalten könne, sowie andere physikalische Messungen und das ganze Konzept Staudingers schien so unwahrscheinlich, dass die Kollegen zu anderen Lösungsversuchen für das Phänomen der Naturstoffe griffen. Sie kamen zu Mizellbildungen, Aneinanderlagerung niedermolekularer Verbindungen durch spezielle Kräfte. Und man bekämpfte ihn ganz allgemein und sagte, diese Theorie, diese Konzept als solche ist unwahrscheinlich. So kam es, dass einer der Kollegen ihm den guten Rat gab, kristallisieren Sie Ihre Substanzen mal um, dann haben Sie reine Substanzen und Sie werden sehen, alles ist ganz anders. Staudinger ließ sich aber keineswegs beirren. Er begründete sehr deutlich und konsequent seine Konzeption, zuletzt dann auf der Tagung deutscher Naturforscher und Ärzte 1926 in Düsseldorf, wo die gesamte Phalanx gegen ihn aufmarschierte mit den verschiedensten Argumenten. Am Schluss der Veranstaltung sagte dann der berühmte Richard Willstätter etwas sinngemäß: Die Vorstellung, die Sie dargestellt haben, lieber Kollege, von solchen Riesenmolekülen erschreckt mich zwar, doch nach allem, was Sie vorgebracht haben und was ich jetzt gehört habe, auch an Argumenten, müssen wir uns wohl an den Gedanken von solchen Molekülen gewöhnen. Ein Teil der Geräte, mit denen Staudinger forschte, befindet sich heute im Deutschen Museum in München. Darunter sind vor allem Geräte zur Messung der Zähigkeit, der Viskosität einer Lösung. Man kann sie zum Beispiel dadurch bestimmen, dass man misst, wie schnell eine Lösung durch eine dünne Röhre fließt. Etwas vereinfacht lautet der Grundgedanke solcher Messungen: Löst man große, sperrige Makromoleküle in einem Lösungsmittel, so behindern diese die Teilchen der Lösung in ihrer Beweglichkeit.
Diese wird zäher und fließt, wie man links sieht, langsamer durch die Röhre. Je größer die gelösten Teilchen, desto stärker ist die Behinderung und umso zäher wird die Lösung. Es gibt noch eine zweite, besonders anschauliche Methode, die Zähigkeit von Lösungen zu messen, die makromolekulare Stoffe enthalten. Man bestimmt die Geschwindigkeit, mit der gleich schwere Stahlkugeln durch die Lösungen fallen. Mit solchen und anderen Experimenten gelang es Staudinger langsam, die Gegner des makromolekularen Konzepts zum Schweigen zu bringen. Im Jahre 1926 erhielt Hermann Staudinger einen Ruf an die Universität Freiburg im Breisgau. Er wollte gerne nach Deutschland zurück, obwohl hier die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter waren als in der Schweiz. Dabei bewegten ihn nicht zuletzt patriotische Motive. Genau diesen Patriotismus zweifelte man indes an. Staudinger wurde peinlichst auf Staatstreue überprüft. Er sollte ja schließlich in den öffentlichen Dienst. Hatte er Anlass zum Zweifel geboten? Blenden wir noch einmal ein paar Jahre zurück. Staudinger war oder wurde spätestens im Laufe des Ersten Weltkrieges Pazifist. Und nicht nur, falls man das überhaupt trennen kann, aus humanitären Gründen, sondern auch aus Gründen des Kalküls. Staudinger hatte sich das Konzept des technischen Sklaven ausgedacht. Eine Art Maßeinheit für das Potenzial an Energie und Rohstoffen, über die ein Staat verfügt. Solange nur die europäischen Länder gegen Deutschland kämpften, sei noch ein Gleichgewicht an technischen Sklaven einigermaßen gewahrt. Sobald aber Amerika als Kriegsgegner dazukäme, würde allein die Übermacht an technischen Sklaven Deutschland das Rückgrat brechen. Man müsse den Krieg dann so schnell wie möglich beenden. Eine Logik, die preußischen Offiziersgehirnen offenbar nicht einleuchten konnte. Fritz Haber, lange Jahre Freund Staudingers, dachte anders. Er war davon überzeugt, dass sich durch technische Innovation, wie sein Ammoniakverfahren, die Rohstoff- und Energieunterlegenheit Deutschlands kompensieren lasse. Und er meinte, durch neue Formen der Kriegsführung den Ausgang des Ersten Weltkrieges entscheiden zu können. Staudinger war ein entschiedener Gegner des chemischen Krieges. Und er stieß damit auf wenig Verständnis bei vielen in Deutschland arbeitenden Kollegen. Auch seine Freundschaft mit Fritz Haber ging über dieser Kontroverse in die Brüche. In einem Brief aus dem Jahre 1919 warf Haber Staudinger vor: Sie sind Deutschland in der Zeit seiner größten Not und Hilflosigkeit in den Rücken gefallen. Wir erwarteten damals das Friedensdiktat unserer Gegner, das für uns vernichtend ausgefallen ist. Für diesen punischen Frieden brauchten die Gegner strafbare Gemeinheiten, die sie mit einigem Anschein von Glaubwürdigkeit uns in die Schuhe schieben konnten. Die Aufgabe jedes Deutschen, der sich Gehör verschaffen konnte, aber war, das zur Geltung zu bringen, was zur Widerlegung solchen Anscheins zur Geltung gebracht werden konnte. Diese Aufgabe haben sie von sich gewiesen und im Gegenteil die feindliche Meinung von den strafbaren Gemeinheiten gestärkt, weil sie für ihre pazifistischen Ideale mit ihrer Unterstützung zu wirken gedachten. Manchmal steht die Geschichte Kopf. Fritz Haber, ein Jude von ausgeprägt deutschnationaler Gesinnung, wurde Opfer des Naziregimes. Hermann Staudinger, im deutschnationalen Sinne eher ein Defätist, überstand das Dritte Reich, wenn auch unter Schwierigkeiten. Seine Forschung hätte ja kriegswichtig sein können. Doch wieder zurück zur makromolekularen Chemie. Zwar gab es Anfang der 30er Jahre gegen das Konzept der Makromoleküle kaum noch prinzipielle Einwände. Fragen wir dennoch aber einen Zeugen jener Zeit. Es ist noch einmal Professor Hans Batzer aus Basel, damals der langjährige Assistent bei Hermann Staudinger. Die Kontroversen über Details wollten auch seinerzeit
unter Fachkollegen dennoch ja nicht abreißen. Tja, und das, obwohl doch eigentlich durch die technischen Produkte und durch die Synthese dieser Produkte das Konzept Staudingers bestens bewiesen war. Das war noch erhärtet durch die Analysen und die Analysenmöglichkeiten, wie die Molekulargewichtsbestimmungen, die man an den einzelnen Produkten durchführen konnte. Aber gerade an diesen Details wie Bestimmungen und Molekulargewichtsdeutungen und all diesen Dingen entzündete sich eben die Ansichten wiederum erneut. Es kam zu weiteren Kontroversen und wie das eben so häufig der Fall ist, gerade am Detail zeigt sich dann das Temperament. Es kann sich austoben und so war auch Staudinger hier und da mit cholerischen Ausbrüchen an diesbezüglichen Diskussionen beteiligt. Dies darf aber um Gottes Willen nicht einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Grundkonzeption, die ja jetzt zum Durchbruch gekommen war und Erfolg gehabt hat, einer genialen Vorstellung entsprach und die Größe dieses Mannes als solche begründet hat. Aber für die makromolekulare Chemie war die Sache gelaufen. Staudinger hatte in Freiburg das erste Institut für makromolekulare Chemie gegründet. Heute, Teil der Freiburger Universität, ist es ein international anerkanntes Forschungszentrum. Wie viele makromolekulare Substanzen heute hergestellt werden, um uns im Alltag dann in Form von Kunststoffen oder Chemiefasern zu erreichen, das lässt sich mit keiner Zahl genauer angeben. Zu den frühen industriellen Erfolgsprodukten zählte die in Amerika von Carothers entwickelte Synthesefaser Nylon. Will man mit Nylon kein Geld verdienen, dann kann man Fasern auch so machen. Man kann Fäden herstellen, die sich sogar selbst aus ihren Zutaten herausziehen.